Hallo meine Lieben, heute geht's weiter mit den Laservideos und zwar habe ich drei Sachen, die ich ausprobieren will. Das erste ist Leder auszuschneiden, aber das dann auch zu gravieren. Das zweite ist so ein PVC-Sheet, dass ich das schneiden kann. Und das dritte ist, ob ich einen Craft-Karton, also so einen Bastelkarton, ob man den auch lasern kann. Wie das Ganze funktioniert, das gucken wir uns gleich nach dem Intro an. Für das Leder habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe hier eine Form erstellt, das habe ich eigentlich einfach aus simplem Rechteck gemacht. Hier aus den Formen raus und dann habe ich ein Dreieck eingefügt, das ist hier aus diesen Formen und dann habe ich aber auch Linien geschnitten und die da reingemacht, das sind diese hier. Das heißt, ich habe hier diese Form, die ich schneiden werde und dann habe ich aber auch noch was zum Lasern und zwar hier diesen Text. Damit ich das nachher richtig platzieren kann, mache ich das so, dass ich das kurz kopiere und wieder einfüge in zwei Dateien. Das heißt, ich kopiere das hier. Ne, hier rechte Maustaste Copy. Dann mache ich ein neues Blatt. Da sage ich Paste. Dann mache ich nochmal ein neues Blatt und auch da sage ich Paste. Weil was ich machen werde, ist, ich werde zuerst das Ganze ausschneiden, da mache ich die Schrift weg und dann gehe ich rüber und werde das Element hier richtig platzieren und dann die Linien löschen und das Ganze dann einfach so gravieren. Der erste Schritt wird für mich sein, dass ich das schneide und deshalb mache ich diesen Text hier weg. Das muss ich jetzt natürlich auf Blade Cut setzen und dann suche ich kurz noch nach dem Leder. Jetzt sagt diese Hilfestellung, dass ich Leder mit der Light Grip Matte schneiden soll. Das mache ich natürlich. Und ihr müsst gucken, wenn das Brett jetzt unten irgendwelche Fussel drauf hat, irgendwelche Unreinheiten, dann müsst ihr das zuerst reinigen. Weil diese Matte hier, die klebt auf beiden Seiten. Oben einerseits für das Material und unten, damit es an der Matte oder an der Platte klebt. Was ich jetzt auch noch brauche, ist das Messer. Das kann ich hier ganz einfach rausnehmen, weil das ist mit einem Magneten befestigt. Ich hatte hier bis jetzt kein Messer drin, ne? Das ist nur die Hülle. Und ich werde das in Zukunft auch so machen. Also bis jetzt war das immer drin, als ich gelasert habe. Aber in Zukunft werde ich es so machen, wenn der Air Assist, der Kopf, der auch magnetisch ist, darunter ist, dann werde ich das Messer rausnehmen, damit ich mich da, wenn ich da etwas ändere, nicht dran schneide. Jetzt haben wir hier die Messer und die haben alle so eine rote Schutzkappe drauf. Dann kann ich hier die Schutzhülle wegnehmen. Achtung, nicht schneiden, ne? Und ich werde es so machen, dass wenn mal ein Messer durch ist, dann lege ich das einfach entgegengesetzt rein. Dann weiß ich jeweils, dass das eins ist, was nicht mehr gut schneidet. Und ihr kennt es vielleicht von den Cricut-Geräten, ne? Da könnt ihr ganz einfach hier hinten drauf drücken und dann das Messer vorne reinmachen und das einschnappen lassen. Jetzt habt ihr hier ja 45 Grad Messer. Ist ein bisschen schwierig, euch das hier zu zeigen. Ich hoffe, ihr seht's. Aber was ihr jetzt macht, ihr haltet es vorne fest und dann auch hinten. Und hinten dreht ihr so lange, bis ihr nur noch diesen 45 Grad Winkel quasi seht vom Messer. Dann habe ich das schon mal vorbereitet und kann das wieder in die Halterung reinmachen. Und eben Achtung, ne? Nicht schneiden, ihr könnt es wunderbar an der Fassung berühren und es so reinmachen. Und so einfach haben wir das Messer auch schon drin.
Ich lasse im Moment den Air Assist noch drinne, weil ich nachher noch was lasern werde. Aber wenn ich eine Weile, wenn ich ein paar Sachen mache, wo ich den nicht brauche, dann nehme ich den raus und mache den hier in die Halterung rein. Jetzt ist hier eben die Schutzfolie weg und das Leder macht ihr so, dass ihr die schöne Seite, die guckt nach unten. Und dann könnt ihr das hier einfach auf die Matte drauflegen. Das Ganze drückt ihr gut fest, damit es keine Luftblasen hat natürlich. Dann nehme ich unten auch diese Schutzfolie weg und lege das ganz einfach wieder auf diese Metallplatte drauf. Ich versuche die möglichst gerade reinzulegen und natürlich nicht so weit drüben hier, weil da haben wir ja das Kabel vom Air Assist, ne? Dann könnt ihr hier auch schon wieder zumachen. Und jetzt gehe ich rüber an den Computer, gucke, wo das liegt und dann kann ich auch schon den Auftrag zum Schneiden geben. Ich habe hier noch kurz ein Framing gemacht, einfach um zu gucken, dass es dann wirklich auch das Motiv auf dem Leder liegt. Und dann kann ich den Auftrag geben zum Starten. Das ging jetzt tatsächlich super schnell. Jetzt kann ich gucken, ob das das auch richtig geschnitten hat. Das hat tatsächlich wunderbar funktioniert und dann kann ich das auch schon rausnehmen. Ich habe hinten natürlich den Schutzfilm wieder drauf gemacht und jetzt kann ich hier das ablösen und ihr seht, ne, wie super sauber das geschnitten hat. Dann kann ich das Leder von der Matte lösen und hier seht ihr auch schon die beiden Einschnitte, die es gemacht hat. Für den nächsten Schritt brauchen wir die Matte kurz nicht mehr. Jetzt nehme ich kurz das Messer raus, weil ich will mich daran nicht schneiden. Und dann lege ich das so in den Laser rein, weil die Gravur soll ja dann auf dieser Seite sein. Und weil ich ein bisschen Angst habe, dass sich das Ganze dann verschiebt, mache ich das auch an zwei Stellen kurz mit dem Malercap fest. Und das natürlich an zwei Stellen, wo ihr nachher nicht mit dem Laser drauf geht. Dann kann ich hier sagen, fertig. Und dann gehe ich auf das Blatt rüber, wo ich beides noch habe. Dann mache ich hier kurz einen Refresh, damit ich das Bild sehe. Und platziere das Ganze anhand der Außenlinien, so dass es wunderbar auf dem Element liegt, was ich durch die Kamera sehe. Ihr könnt da natürlich auch mit den Pfeiltasten arbeiten und jetzt lösche ich eigentlich schon das Element hier ringsherum und natürlich auch diesen beiden Schnitte, so dass ich tatsächlich nur noch die Gravur habe. Dann wählen wir hier Laser Flat und wenn ich jetzt versuche, das Material zu finden, dann macht er Folgendes. Jetzt wähle ich hier das Leder. Und da zeigt er mir nichts an. Und wenn ich hier das Supported Only rausnehme, dann kann ich das nicht auswählen, weil er sagt, das wird nicht unterstützt. Also muss ich das ein bisschen anders machen. Ich sage jetzt hier User Defined Material und dann mache ich auch kurz ein Auto Measure. Der sagt 1,4. Dann gebe ich hier unten beim Speed 110 ein. Und dann, wenn es nicht funktioniert, ist es meine Schuld. Und hier bei den Prozent beim Power, da mache ich mal 30. Mal gucken, ob das funktioniert. Das hat so nicht ganz funktioniert. Das breche ich hier kurz nochmal ab.
Und dann hier bei der Power verdopple ich das und gehe auf 60 hoch und versuche das nochmal. Der hatte mir zu Beginn gesagt, er braucht eine Minute dafür und hier scheint tatsächlich dieser Fehler, den ich mal erwähnt habe, bei den benutzerdefinierten Materialien, der scheint noch vorhanden zu sein, weil der sagt per se einfach mal eine Minute, tatsächlich waren es aber 5 Minuten. Und das andere war, ich habe am Anfang hatte ich 30% und das hat so nicht funktioniert und deshalb bin ich da auf 60% hoch und das hat dann auch tatsächlich funktioniert. Hier seht ihr das Resultat und es geht jetzt auch nicht wieder runter. Ne? Es ist relativ gleichmäßig, nur hier am Anfang, aber das ist mein Fehler, weil da hatte ich es zuerst mit 30% versucht und deshalb ist er da fast wie zweimal drüber, also mein Fehler. Ne? Und meine Idee hier war, dass ich das ganz einfach über ein Notizbuch drüber machen kann als Hülle und das mit einem Stift festhalten. Klar kann man da am Design noch ein bisschen tüfteln, ne? Aber das war eben meine Idee, dass ich das hier ganz einfach drum machen kann und dann mit dem Stift das hier festhalten kann und auch schön graviert habe. Somit ne, noch nicht ganz durchdacht, aber ich denke mal, ihr kennt die Idee, die ich hatte. Aber wir konnten auf jeden Fall mal testen, dass er das Leder gut schneidet und eben auch, dass man es gravieren kann, ne, mit den benutzerdefinierten Einstellungen, auch wenn das Material per se so eigentlich nicht unterstützt ist zum Lasern. Das nächste Projekt, da habe ich ein Foto, weil ich habe gesehen, dass Leute Cardstock gelasert haben. Und ich dachte, ich würde es mal ausprobieren, deshalb habe ich hier so ein Bild. Ich will es auch zum Testen gar nicht allzu groß machen. Und jetzt gehe ich mal rüber an den Laser und lege da das Papier ein, damit ich das sehe. Und ihr seht auch, dass ich das Papier mit dem Malerkrepp festgemacht habe. Und ich will das Bild auch gar nicht groß haben, weil je größer, desto länger dauert es. Ne? Und es soll nur ein Test sein. Jetzt mache ich hier mal einen Auto-Mesher. Ich wähle hier, also ich habe das Bild auf Engrave und jetzt wähle ich hier beim Material mal diesen Brown Craft, dieses Brown Craft Paper, weil dann geht er mit der Dicke auch runter auf die 0,2. Beim Power hier hat er auch das selber eingestellt, genau gleich wie beim Speed. Und jetzt versuchen wir mal, wie das funktioniert. 7 Minuten, wir versuchen es. Der hatte in etwa 7 Minuten angesagt und genauso lange hat es auch gedauert. Und ihr müsst es wirklich auch unten an der Platte festmachen, weil durch den Air Assist verschiebt sich das sonst. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst, dass das quasi so ein bisschen verbrennt. Aber wenn wir die Rückseite angucken, das ist überhaupt nicht passiert. Und es hat hier so ein bisschen Ruß drauf, aber das schneidet man ja dann sehr wahrscheinlich eh aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, für was man das verwendet. Ich habe im Moment keine Idee dazu, aber wir wollten es testen und es funktioniert. Und jetzt mache ich gleich auch schon die Vorbereitung für das nächste Projekt. Das heißt, ich nehme den Air Assist raus und mache den in die Halterung rein. Der Schlauch, der kommt ja normalerweise hier hoch und den habe ich ganz einfach ausgenommen, also die Halterung
habe das hier in diese Schienen reingemacht und hier vorne haben wir ja für das vordere Teil eine Halterung und habe ich das Ganze einfach reingemacht, weil so kommt mir das dann beim Schneiden auch nicht in den Weg. Jetzt löse ich wieder die Abdeckung auf der Matte, ne, und lege das hier rein und mache mein Material hier auch schon rein. Für das dritte Projekt habe ich mir hier so eine Schablone quasi gezeichnet für Pillowboxen, wo ich dachte, das wäre super, wenn man sowas schnell machen will. Da mache ich jetzt kurz einen Refresh, damit ich auch das Material sehe, wo das liegt. Dann kann ich das hier verschieben. Ist ein bisschen schwierig mit den Durchsichtigen zu sehen, wo das genau ist, aber ich denke, ich erwische das. Das sollte so sein. Den hier kann ich noch ein bisschen weiter reinschieben, damit ich ein bisschen weniger Material verliere. Jetzt will ich das natürlich nicht lasern, sondern schneiden, deshalb wähle ich hier Blade Cut. Das Messer habe ich noch vergessen reinzumachen, das mache ich gleich dann noch. Und hier beim Material ist es dieses Transparent Frosted PVC Sheet. Jetzt sage ich hier Process, aber ich muss dann noch kurz das Messer eben reinmachen und dann kann ich auf Start drücken. Hier eben das Messer reinmachen und vorsichtig, dass ihr euch da eben nicht schneidet. So, der ist auch schon fertig. Er hat ein paar Durchgänge gemacht und ich habe auch was Neues gelernt. Ne? Als er das Messer jeweils verschoben hat, ich habe die Platte unten nicht mit den Schrauben festgemacht. Und das war mein Fehler, weil der hat es dann immer so ein bisschen verschoben und dadurch hat ich auch die Matte quasi verschoben und so nicht genau an einer Stelle geschnitten. Und das könnt ihr eben verhindern, wenn ihr unten die Platte mit den Schrauben festschraubt, damit die an Ort und Stelle bleibt. Es hat fast überall funktioniert. Es hat einzelne Stellen, wo es nicht funktioniert hat. Gerade hier so unten, der Stelle. Hier in der Ecke. Und beim Kreis hat es eine Hälfte nicht richtig geschnitten. Aber eben, das war mein Fehler, weil sich die Platte verschoben hat. Das schneide ich jetzt kurz noch mit einer Schere richtig durch und dann war das eigentlich auch schon das letzte Projekt für heute. Jetzt, damit ihr diese Beispiele auch noch aus der Nähe seht, ne, von wegen konzeptionell hat nicht alles ganz so funktioniert, wie ich das wollte. Aber nur zum Zeigen, ne, das Leder hat es absolut sauber mit dem Messer geschnitten und eben mit den Einstellungen, die ich euch gezeigt habe, war es dann tatsächlich sogar möglich, das Leder zu gravieren. Ne? Das bleibt jetzt auch drauf. Dann fragt mich nicht, für was ich das verwenden würde, aber ich wollte einfach probieren, ob es funktioniert. Und man kann tatsächlich so einen Kraftkarton auch lasern. Ne? Hat tatsächlich funktioniert. Und ist auch nicht durchgebrannt. Ne? Also und eben hier, wie ihr auch PVC mit dem Messer schneiden könnt und euch so Schablonen schneiden könnt für die Sachen, die ihr gerne haben möchtet. Das waren die drei Sachen, die ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, das war hilfreich für euch und dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!